Verehrte Hörerschaft, man nennt mich Henning Beck, ich bin Doktorand an der Universität Ulm, arbeite in der Arbeitsgruppe von Professor Knöll und wir erforschen Nervenzellen. Konsequenterweise wird sich auch der folgende Vortrag mit Nervenzellen beschäftigen. Genauer gesagt werde ich versuchen zu erklären, wie Geistesblitze in unserem Gehirn mit unfassbar hohen Geschwindigkeiten weitergeleitet werden können. Und wenn ich von hohen Geschwindigkeiten rede, dann meine ich Geschwindigkeiten jenseits der 300 km/h. Und da stellt sich die Frage, wie ein kleiner schüchterner Nervenimpuls eine so hohe Geschwindigkeit erreichen kann. Denn wenn man sich vor Augen führt, wie komplex unser Nervensystem ist, erkennt man diese komplizierten Aufbau aus zentralen Nervensystemen, bestehend aus Gehirn und Rückenmark. In die Arme und Beine verzweigt sich das periphere Nervensystem. Und wenn man sich das anschaut und sich die Frage stellt, Nervensystem, was ist entscheidend, wird man wohl sagen, klar, entscheidend sind die Nervenzellen. Und das versuchte ich auch mit ein paar Bildern zu illustrieren. Die Google-Bildersuche ergab mir ein künstlerisch hochwertig aufbereitetes Bild von Nervenzellen in einem Geflecht. Festlich illuminiert laufen Nervenimpulse von einer Zelle zur anderen und sollen zeigen, wie die Impulse weitergeleitet werden. Ich dachte mir, das geht vielleicht noch besser. Vertraust du auf die Weisheit der vielen? Wikipedia zeigte mir auch ein interessantes Bild, ein Neuron, was an ein anderes anlockt. Und geradezu niedlich, die Nervenimpulse werden durch kleine gelbe Blitze dargestellt. Dachte ich mir, das muss besser gehen. Da muss Fachmaterial her. Ich griff zu einem Fachjournal und fand in der Apothekenumschau folgendes Neuron in seiner ursprünglichen Umgebung gezeigt. Da fiel mir auf, nein. Das ist falsch. Das ist genauso falsch wie alle anderen Abbildungen denn davor, denn der aufmerksame Beobachter wird erkennen, überall sind Lücken zwischen diesen Nervenfasern und Nervenzellen, Lücken, die in unserem Gehirn eigentlich gar nicht da sind. Alle Lücken in unserem Gehirn sind aufgefüllt von Helferzellen und das ist wie im richtigen Leben auch. Da bringt einer die Performance und fährt den Sieg nach Hause, aber immer ist ein ganzes Team dahinter, was für diese Leistung sorgt und so ist das auch in unserem Gehirn. Auf jede Nervenzelle kommen etwa 10 Helferzellen. Und die werden vom Fachmann Gliazellen genannt, vom griechischen Wort für Glibber oder Kleber. Und das sind genau die Zellen, die die Nervenzellen einschließen, umhüllen und sie bei ihrer Arbeit unterstützen. Und dabei gibt es eine ganze Reihe im Nervensystem. Das fängt schon ganz am Anfang an. Wenn das Gehirn gebaut wird, muss es Gerüstzellen geben, sogenannte Radialglia, die solche Schnüre bauen, an denen sich die Nervenzellen zu ihrem finalen Punkt entlang schlängeln können. Ist das Nervensystem einmal aufgebaut, muss es geschützt werden. Die Security wird von sogenannten Mikroglia übernommen, weil sie so klein und wuselig in die letzten Winkel des Nervensystems vorstoßen und dort die Eindringlinge abwehren. Das Gehirn verbraucht schon in Ruhe etwa 20% der gesamten Energie des Körpers, also ist Ernährung ein wichtiger Punkt. Das wird von den Astroglia übernommen. Astroglia, weil sie sich so sternförmig in das Nervensystem verzweigen können und die Nervenzellen mit Energie versorgen, Schrott abtransportieren, den Stoffwechsel regulieren. Für unsere Forschung und auch für diesen Vortrag ganz besonders wichtig ist die Infrastruktur, die Verkabelung, die Isolierung, die Vernetzung der Nervenfasern. Und das wird von den sogenannten Oligodendroglia übernommen. Dieser Kollege in Blau eingefärbt zeigt sehr schön das Prinzip. Oligodendro mit seinen vielen kleinen Füßchen, daher der Name, umarmt er die Nervenfaser hier in Violett und sorgt dafür, dass der Nervenimpuls schnell weitergeleitet werden kann. Ich dachte mir, ein Schema kann dazu vielleicht Erkenntnis bringen und der Fachmann oder der aufmerksame Beobachter erkennt sofort, das muss ein Gehirn sein. Dort angrenzt das Rückenmark und das Rückenmark ist nichts anderes als ein Bündel aus Nervenfasern. Wenn man sich jetzt genau anschaut, wie ein Impuls in diesen Fasern weitergeleitet werden kann, dann erkennt man schon ein Problem. In unserem Körper fließen keine Elektronen, wie in einem normalen Kabel, da fließen Ionenströme. Ionen, das sind große, schwere, geladene Teilchen, die sind langsam, ich möchte sogar sagen, sie sind faul und in dieser dünnen Nervenfaser erreicht man vielleicht knapp 10 km/h. Das reicht vielleicht für diese Raupe, um sich einen gefräßigen Sommer in einer Pflaume zu machen. Insekten haben so dünne Nervenfasern, aber häufig nach 3 bis 4 Monaten landen sie im Magen eines erfolgreicheren Lebewesens. Es muss also Möglichkeiten geben, den Impuls weiter zu beschleunigen. Möglichkeit 1, ganz klar, ich mache es einfach dicker, passen mehr Ionen durch. Der Nervenimpuls erreicht recht flotte 70 km/h und das machen zum Beispiel Tintenfische. Die haben riesige Axone, sagt man, riesige Nervenfasern und einige achtarmige Kollegen können prophetische Fähigkeiten erreichen und mit diesen Nervenfasern sogar in die Zukunft schauen. Ja, ruhig, denn auch diese Lebewesen überleben nur 2 bis 3 Jahre, enden dann hoffentlich wohlschmeckend in einem Kochtopf oder in einem anderen sehr unpersönlichen Ort der Nahrungskette. Das heißt, es muss noch bessere Möglichkeiten geben und das machen zum Beispiel Säugetiere. Der Witz ist, diese Helferzellen, diese Oligodendrozyten, die umklammern die Nervenfaser immer abschnittsweise, isolieren sie, die Ionenströme müssen nicht mehr komplett durchlaufen, sondern können jetzt von Lücke zu Lücke springen. Das elektrische Feld springt also und man erreicht hohe Geschwindigkeiten von über 400 km/h.
Wie ich schon sagte, Säugetiere machen das und einige Lebewesen haben in unserem Labor grandiose kognitive Fähigkeiten dadurch erlangt. Ich möchte sogar sagen, dass die Komplexität der Lebewesen zunimmt mit dem Ausmaß der Mimetisierung. Und genau das war ein entscheidender Schritt in der Evolution hin zu höheren Lebewesen durch die Isolierung der Nervenfaser. Und das setzte eben voraus, dass eiweißhaltiges und fettreiches Essen genießbar gemacht werden konnte. Diese Isolation besteht hauptsächlich aus Eiweiß und Fett. Und im Zuge der Sesshaftwerdung und der Beherrschung des Feuers konnte der Mensch diesen hohen Status erreichen. Als ich das meiner Schwester erzählte, die hier in Karlsruhe studiert, sagte sie, ja, da wird mir allerdings klar, warum wir Exzellenz-Uni sind. Und sie schickte mir tatsächlich Bildmaterial aus der Menschheit. Das beweist, ja, dieses Essen ist eiweißhaltig. Es ist fetthaltig. Und meine Damen und Herren, manchmal Eiweiß und fetthaltig zugleich. Dies ist der Punkt, an dem ich der Mensa Danke sagen muss. Danke auch im Namen meiner Schwester dafür, dass die Mensa die Studenten in Karlsruhe mit diesem qualitativ höchstwertigen Essen versorgt, was für die Funktion des Gehirns so wichtig ist. Woran forschen wir nun konkret? Nun, wir untersuchen zum Beispiel, wie diese Nervenfasern nun elektrisch isoliert werden. Und wenn man sich vorstellt, eine Nervenfaser zu Beginn ihres Lebens in den unendlichen Weiten des Nervensystems einsam, nackt, verlassen, sehnt sie sich nach Nähe durch eine Nachbarzelle. Und tatsächlich, ein Oligodendrozyt liegt direkt daneben, doch er wird von diesem penetranten Körpergeruch dieser Nervenzelle zurückgehalten, denn sie entsendet hemmende Signalmoleküle und der Oligodendrozyt steht nicht darauf. Was macht nun die moderne Nervenzelle von heute? Nun, Germany's Next Top Neuron verpasst sich einen frischen Teint, indem sie einen Genschalter aktiviert und dieser Genschalter reguliert diese Produktion von diesen Hemmstoffen runter und plötzlich stellt der Oligodendrozyt fest, hoppla, eine fesche Nachbarzelle in meiner Nachbarschaft. Und es kommt zu einer ersten zarten, noch sehr schüchternen Berührung zwischen diesen beiden Zellen, die rasch in eine innige Umarmung übergeht. Leidenschaftlich klammert sich der Oligodendrozyt fest, wickelt sich nicht ein, die 5, 10, 20 Mal um die Nervenfaser herum, drückt seinen Zellsaft raus, bis nur noch die fetthaltige Zellmembran übrig bleibt. Und genau jetzt ist die Nervenfaser isoliert und der Impuls kann von Lücke zu Lücke springen. Ein aktuelles Projekt untersucht übrigens, ob dieser Genschalter nur in den Nervenzellen funktioniert oder auch in den Oligodendrozyten aktiv ist. Und ich bin gespannt, ob da auch noch was rauskommt. Dies ist nämlich auch der Punkt, an dem ich grüßen möchte. Grüße an die Arbeitsgruppe Knöll unter der Leitung des gleichnamigen Professors. Ich danke vor allem Sophia für ihr illustratorisches Geschick. Ich danke der gesamten Arbeitsgruppe. Ich danke dem Team vom Science Lab hier. Falco, super Job. Ich fand mich auch gut. Aber am besten war das gut heute Abend, dass wir diesen Monster stimmen sollen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schönen Abend noch. Ciao. Das ist ein Ausdruck.